Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Maischolle. Ist ja im Monat Mai. Und ja, lange schon nicht mehr gemacht. Ich habe hier zwei Schollen, 300 Gramm. Dann brauchen wir 80 Gramm Butter. Hier Rosmarin, Thymian habe ich rumstehen. Als Beilage mache ich Kartoffeln. Das sind Pellkartoffeln, die sind gekocht. Vor einer Stunde. Drei Knoblauchzehen grob gehackt. Eine halbe Zitrone. Zwei Frühlingszwiebeln. Zwei weiße Zwiebeln. In Würfel geschnitten, dann habe ich hier Baconwürfel. Das sind 150 Gramm, ein bisschen Mehl zu melieren. Und das ist alles, was wir heute brauchen. Alles, was wir noch machen müssen, die Kartoffeln. Ich werde die einfach. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich werde die einfach noch halbieren. Ich wollte die vierteln, aber ich halbiere die nur. Und ja, Leute, jetzt kommen die Kartoffeln erstmal drauf. Das Gute hier können wir die dann runterschieben und dann braten wir unseren Fisch. Erstmal von der Schnittfläche nach unten. Gar kein Salz, Pfeffer, also kommt gleich erst. Erstmal langsam anbraten lassen. Das Ganze machen wir auf den Keramikbrenner. Also die Soße, sage ich mal. Und da kommt als erstes Bacon. So ein bisschen auslassen, obwohl er richtig mager ist, aber ein bisschen lassen wir den aus. Ja, der Bacon hat schon die Hälfte an Volumen verloren. Jetzt kommen die Zwiebeln mit rein. Jetzt habe ich auch die Hälfte an Knoblauch reingemacht. Die andere sind Hälfte ist für die Kartoffeln, habe ich mir gedacht. Und wir machen jetzt Salz vorsichtig, aber Pfeffer. Und braten das noch mal 2 Minütchen an. Ja, Freunde, es ist so windig. Tut mir leid, aber ich denke mal, man kann mich verstehen. Jetzt habe ich einfach Butter reingemacht, auf Minimum gedreht. Das soll sie einfach nur schmelzen, nicht verbrennen. Und wenn das geschehen ist, ist das fertig. Zum Schluss kommen noch ein paar grüne Zwiebelchen. Und die Zitrone. Aber es geht hier wirklich ziemlich ab. Wie man hören kann. So, Leute, das ist passiert. Die Butter ist geschmolzen. Gleich mache ich aus. Also jetzt kommt noch Zitrone. Schmeckt schon wunderbar. Und also, das ist erledigt. Kommen wir zu den Kartoffeln. Die sind auch schon, haben gute Farbe. Die werden einfach jetzt erstmal gedreht. Die würze ich mal mit Salz und Pfeffer. So, Freunde, jetzt kommt auch der Knoblauch. Jetzt braten wir die noch ein bisschen von der anderen Seite an. Ein bisschen rumwälzen. Am besten würze die auch jetzt noch von oben. Ja, Leute, jetzt ganz einfache Geschichte. Wir haben hier wieder Fett, wo wir schön braten können. Und jetzt habe ich hier eine Scholle. Und einen flachen Teller mit Mehl. Ich meliere das gerne, weil ja, hier würde das auch nicht kleben, aber trotzdem, bei Scholle kriegt das schöne Kruste. Leg das erstmal mit der dunklen Seite nach unten und wir werden das erstmal anbraten. So, wir würzen auch sofort unseren Fisch mit Salz und Pfeffer. Auch die Kräuter verteile ich so ein bisschen, damit ich schon mal Aromen abgeben. Mach den Deckel zu, dann geht das natürlich schneller. Also ich würde sagen, wir wenden mal unseren Fisch. Von der anderen Seite habe ich das jetzt auch gewürzt und jetzt das gleiche Spiel noch mal 5 Minuten und dann ist das Ganze fertig. Und ja, Freunde, das Ganze ist fertig, schaut euch an. Die Kartoffeln von der anderen Seite. Perfekt. Ich nehme das runter, richte das an. Übrigens hier, ich habe jetzt Frühlingslauch reingemacht zu der Butter. Also sehen wir uns gleich beim Probieren. Und ja, das Ganze sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, also Bacon, Zwiebel und Butter, das kann nur schmecken. Schaut euch, wie das sich einfach löst. Ich werde das jetzt erstmal probieren. Und dann sage ich euch, wie es schmeckt.
Ja, Freunde. Also was soll ich sagen? Es schmeckt einfach. Hier eine Kartoffel habe ich auch gegessen. Die ist einfach Knoblauch, Salz, Pfeffer, fertig. Man könnte auch Rosmarin reinmachen. Aber habe ich darauf verzichtet, hier die Schale. Ich liebe einfach Kartoffeln mit Schale gebraten. Also super Beilage. Was ich gut finde, halt diese halbe Zitrone. Normalerweise kommen die da gar nicht rein. Aber dadurch kriege ich das ein bisschen frische, so die Butter, Bacon, Zwiebeln und dann so leicht säuerlich. Und Knoblauch. Müsste auch theoretisch nicht rein. Aber es schmeckt halt einfach. Deswegen habe ich das gemacht. Und ja, danke, dass ihr dabei wart heute, wie immer. Und bis zum nächsten Mal.